Hey, herzlich willkommen bei Born to Pflege, deinem Lieblingspodcast, wenn es um Pflegethemen geht. Und ich habe heute eine absolute Generationenexpertin zu Gast, Theresa Kirschner. In Pflegeteams ist es so, dass unterschiedliche Generationen zusammenarbeiten. Und da, wo Unterschiede sind, kann es oft zu Missverstehen und auch Konflikten kommen, weil jeder so eine andere Haltung auch zur Arbeit und so hat. Aber es ist total wichtig, dass Pflegeteams diese Werte der unterschiedlichen Generationen und was sie so motiviert, auch vereinen, um am Ende das Beste fürs Team, aber auch für die Pflegeempfänger rauszuholen. Und Theresa wird dir heute ganz arg viel erzählen, wie so die unterschiedlichen Generationen ticken und was sie auch brauchen und wie ihr auch kommunikativ aufeinander zugehen könnt. Jawohl, und da sind wir auch schon. Theresa, herzlich willkommen bei Born to Pflege. Schön, dass du wieder am Start bist. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr darüber. Ja, danke, dass du gekommen bist. Und wir wollen uns heute so ein bisschen über die Spannung Generationen unterhalten und was so den verschiedenen Generationen so wichtig ist und wie man das auch so im Miteinander in der Altenpflege gut managen kann. Und ich bin richtig gespannt schon, weil du da eine coole Expertin bist. Vielen lieben Dank dafür. Darüber freue ich mich, ja. Jetzt hätte ich dich hier noch ins Maskulin reingedrückt. Da sind wir schon mittendrin. Genderfrage ist ganz häufig eine Generationsfrage. Okay. Ob man das gut findet oder nicht, aber tatsächlich streiten darüber vor allen Dingen Generationen. Okay, also gut. Okay. In Pflegeteams treffen sich ja die unterschiedlichsten Generationen, von den Babyboomern, Generation XYZ, und die haben ja alle unterschiedliche Einstellungen auch zu Arbeit. Kannst du uns so schablonenhaft vielleicht so ein bisschen schildern, wie die unterschiedlichen Generationen so ticken, damit wir mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegen? Das mache ich gerne. Zu Beginn würde ich dir natürlich gerne sagen, wie du richtigerweise sagst, es ist schablonenhaft. Also wer sich untypisch findet in dieser Beschreibung, das ist total legitim und richtig. Ja, wir reden hier über Phänomenen, die statistisch gesehen mehrheitlich vorkommen. Die Babyboomer sind die Generation, die von 1956 ungefähr sind, die geboren bis 1964, 65. Und die sind haben natürlich Eltern gehabt, die viel aufgebaut haben. Ja, in der Nachkriegsgeneration, wo das manchmal ein Thema noch eine Rolle gespielt hat. Und die sind häufig harte Arbeit gewohnt im Sinne von pragmatischer Arbeit. Ja, also die haben, vielleicht kennst du so noch diesen Spruch, das Leben ist kein Wunschkonzert. Das Leben ist kein Schlotzer. Oder so. Das kommt tatsächlich aus einer bestimmten Generation verstärkt heraus. Ja, also die haben gelernt, dass man sich, dass man hart arbeiten muss, dass man pragmatisch sein muss, dass Dinge, die zu tun sind, auch getan werden müssen. Das ist die Generation, die am häufigsten statistisch gesehen Dienstausfälle kompensiert, die mit Rückenschmerzen zum Dienst kommt, weil sie einfach in diese Denke, das ist so mein Bedürfnis, mir tut der Rücken weh, aber die eine hohe Verpflichtung auch haben und sich sehr verpflichtet fühlen der Arbeit gegenüber. Ja, also und die aber auch, wenn wir in der Pflege sind, sagen, Pflege ist wirklich eine Berufung. Die fühlen sich sehr verantwortlich auch für das, was sie da tun und für ihre Pflegeempfängerinnen und Pflegeempfänger. Die nachfolgende Generation ist die Generation X. Die Xer sind geboren so 1965 bis 1980 und die haben erstmals Arbeit neu kennengelernt im Sinne von, ich arbeite, um mir etwas zu ermöglichen. Also ich arbeite, um zu leben, könnte man sagen. Das ist auch die Generation, die erlebt hat, dass Frauen im Beruf aufsteigen können und wichtig und sichtbar sind im Beruf. Ja, bis vor einigen Jahren durfte man als Frau zum Beispiel nicht Arzt werden. Ja, da durfte, war bei Krankenschwester Schluss. Und das, oder eine Geschäftsführerin, das waren, die Xer waren die ersten, die das so wahrgenommen haben.
Und die Xer sind auch die ersten, bei denen diese klassische Familienmodelle Alternativen bekommen haben. Mhm. Deswegen ist zum Beispiel die Babyboomer-Generation, die ist sehr im Wertekonsens erzogen. Ob man es gut oder schlecht findet, sei dahingestellt. Ja, aber so dieses, die streiten sich manchmal, weil sie finden, wenn ich nicht gegrüßt werde von einer anderen Kollegin oder einem Kollegen, das ist extrem respektlos. Mhm. Das empfinden sie, weil sie einen gewissen Wertekonsens haben. Die sagen dann auch manchmal Themen wie, das weiß man doch von zu Hause. Ja, wie ist der denn erzogen? Mhm. Weil tatsächlich ist das was, was ich mitbringe. Wenn wir jüngere Generationen angucken, auf die kommen wir ja zu sprechen, für die ist das überhaupt kein Thema, dann habe ich halt jemanden nicht gesehen. Das hat für die nichts mit meiner Erziehung oder Werten zu tun. Mhm. Soll sie aber mal nicht so haben. Genau, ist so, was denn? Grüß das nächste Mal. Aber für Babyboomer ist das was, da ist das wirklich ein Fauxpas, ja, wenn ich das nicht hinkriege. Wir haben in der Generation X, also die 1965 bis 1980 geboren sind, eben Sichtbarkeit erstmalig von Frauen gehabt. Ja, vorher war das gar nicht so klar. Und das sind auch welche, für die Freunde zum Beispiel stärker noch eine Rolle gespielt hat. Und in diesem Wandel zu den neuen Generationen hat sich auch immer mehr eine Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber, der Berufung Pflege, verändert. Mhm. Die Generation Y ist zum Beispiel die Generation, wo die Loyalität in der Familie liegt. Das heißt, die Generation Y sind die, die 1981 geboren sind bis 1994, 95. Und die haben zum ersten Mal das Gefühl, ich kann nicht den Dienst vertreten, weil mein Hund ist krank oder meine Tochter hat das und das. Ja, also das wäre für eine Babyboomer-Generation kein Aspekt, nicht zu vertreten. Aber die haben eine hohe Loyalität innerhalb des Familienkonstruktes. Mhm. Im Vergleich zu den Generation X, das ist ganz witzig, wir reden ja oft von Work-Life-Balance. Dieses Work-Life-Balance, das kommt tatsächlich von den Menschen, die 1965 bis 1980 geboren sind, von den Xern verstärkt. Die also sagen, es muss im Balance sein, meine Arbeit und mein Privatleben. Mhm. Das sind die, die das trennen. Die Yer sagen jetzt, das ist ein fließender Prozess. Das darf ineinander übergehen. Mhm. Also, ich bin bereit, ich gehe um 15 Uhr auch als Führungskraft, weil ich mein Kind abholen muss, aber ich bin 20 Uhr bereit, eine E-Mail zu lesen. Oder ich schreibe aus dem Urlaub eine E-Mail. Das wäre in den Generationen vorher bestimmt nicht passiert. Aber die sagen, das ist für uns ein fließender Prozess. Die gehen nicht mehr von der Work-Life-Balance getrennt aus, sondern häufig von, es geht ineinander über. Die Generation Z, die jetzt ganz häufig ja erforscht und beschrieben wird, sind die, die 1995 geboren sind bis 2010. Die sind Berufseinsteigende ganz oft. Wir werden ja vielleicht noch über zwei Generationen auch reden, vielleicht über die Yer und Zler. Aber erstmal für den Überblick, die sind, für die ist Arbeiten und Leben total der fließende Prozess. Ja, also selbst wenn die am Krankenbett stehen, muss man manchmal sagen, nimm mal bitte das Handy weg, weil tatsächlich jetzt, das ist gerade Arbeit und das ist gerade dein Privatleben. Und für die ist das tatsächlich ganz ineinander übergehend. Ja, also auch digitale Themen sind für die, also selbstverständlich, denen geht es manchmal nicht weit genug. Das ist eine Generation, die einmal auch eine Unsicherheit aufweist. Das ist eine unsichere Generation. Die haben immer ihre Eltern auch mit im Hintergrund, will ich sagen. Zum Beispiel erinnere ich jemanden, der sich oder die sich beworben hatte, das war eine junge Frau, für die Ausbildung Pflege. Und da hat die Mutti die ganze Zeit gesprochen. Das wäre in meiner Generation, meine Mutter wäre kein Meter mit mir hingegangen. Die hätte vor der Tür vielleicht gewartet. Und da musste man ganz oft auch intervenieren und sagen, das ist super, dass sie das bei ihrer Tochter sehen. Aber was ist denn jetzt deine Idee von Pflege? Und die haben gelernt, dass es immer jemand gibt, der da ist und einen unterstützt. Mit dieser Idee, es gibt immer jemanden, der da ist und unterstützt, gucken die natürlich auch in die Arbeitswelt rein und fordern mehr zum Beispiel Feedbacks, als das jede Generation vorher gefordert hat. Weil die stärker eine Rückmeldung brauchen. Ist richtig, ist falsch. Machst du super so oder so machst du es nicht gut. Und manchmal wird dann sehr salopp gesagt, ja, die sind ja gar nicht belastbar. Das stimmt so nicht. Es ist immer die Frage, mit welcher Brille man eben schaut, aus einer Babyboomer-Generation.
die also sehr pragmatisch waren, die es als Berufung gesehen haben, ist es tatsächlich so, dass es nicht belastbar aussieht. Für das, was die Generation, wenn man von der Brille innen guckt, finden die schon, dass die sehr belastbar sind. Weil die haben ja auch viele Infos zu handeln, die wir so, ich bin eine Y-er, die hatte ich nicht. Also ich hatte einen Lernkanal, aber die haben ja tatsächlich, werden ja aus allen Medien beschallt. Nett, dass du das angeführt hast, so mit dem Handy am Bett vom Pflegeempfänger. Tatsächlich, da haben wir neulich bei uns beobachtet, Pflegeempfänger, Essen gereicht und nebenher mit dem Handy telefoniert. Ja. Ja. Jetzt machen die das auch andersrum? Also fließt nur das Privatleben in die Arbeitszeit rein oder fließt das Arbeiten auch in die Privatzeit rein? Ja, das fließt auch das in die Privatzeit rein. Die machen zum Beispiel, da muss man wirklich häufig sensibilisieren und erklären, warum vielleicht manches nicht geht. Zum Beispiel machen die von sich Fotos im Pflegeoutfit und schicken das sämtlichen anderen Leuten oder machen das in persönliche Netzwerke rein. Und dass man manchmal ein bisschen sensibilisieren muss auch, das ist Arbeit. Ja, also die Kollegen am Tisch nicht einfach mitfotografieren. Und die haben auch ganz andere Netzwerke. Das ist tatsächlich ein fließender Prozess, das geht ineinander über. Ja, die gehen ja manchmal auch ans Telefon ran, obwohl sie sehen, dass die Arbeitsnummer ran oder dran ist. Und dann sind die gerade im Fitnessstudio. Da würden X noch nicht machen, die würden sagen, jetzt nicht. Ja, also und tatsächlich, das ist was sehr Spannendes. Und ich hatte zu Beginn gesagt, Gendern betrifft natürlich vor allen Dingen meine Generation, Y, die gendern wollen. Ja, die sagen, also jetzt sind doch Frauen auch sichtbar etc., immer statistisch gesehen. Für junge Generationen, die Zettler, die beschäftigen sich jetzt momentan mit anderen, dass es noch nicht nur binäre Geschlechtsbezeichnungen gibt, sondern darüber hinaus noch ganz andere. Und darauf reagiert man ja auch. Zum Beispiel weißt du ja auch, dass man aus Pflegefachfrau, Pflegefachmann ab 24 Pflegefachperson noch sagen kann. Das glaubt dir kein Y-er, das glaubt dir auch kein Boomer, warum das wichtig ist. Und meine Eltern sind Ärzte, meine Mutti ist Ärztin, die fühlt sich total angesprochen als Arzt, der ist das total egal. Ja, während ich habe Kinder, die würde man den Zettlern zu sortieren, die sagen schon, Oma, du bist eine Ärztin. Ist meiner Mutter egal. Also. Ja. Okay. Ja, vielen Dank für die Schilderung mal. Was mich jetzt interessieren würde, was motiviert denn die jeweiligen Generationen? Ja, dann fange ich gleich wieder in der Reihenfolge an. Die Babyboomer ist tatsächlich eine pragmatische Generation auch. Und die haben häufig so, dass natürlich ein angemessenes Gehalt ganz dolle motivierend wirkt, Prämienzahlungen, aber, und das ist eigentlich Anerkennung für Lebensleistung, da fehlt es oft, aber das ist sehr motivierend, dass man eben auch wertschätzt, dass jemand 40 Jahre seines Lebens in der Pflege arbeitet, wie schwer das sein kann, ja, dass man vielleicht auch gekommen ist, wenn es einem nicht gut ging oder Veränderungen mitgetragen hat. Für Generation Z ist das häufig gar kein, also nichts, was man anerkennen müsste. Ja, weil man eher dann denkt, ja, was soll das? Dann bist du ja selber schuld, wenn du hier so lange machst. Aber nicht aus einer Respektlosigkeit heraus, sondern weil die andere Lebensläufe, Erwerbsbiografien haben. Da ist das nicht immer erstrebenswert, ich bin 40 Jahre irgendwo. Und tatsächlich gibt es aber, wenn ich in Workshops bin, wünschen sich häufig Babyboomer-Generationen, dass auch mal gesagt wird, ey, wie sie hier den Laden über diese Jahre am Laufen gehalten haben. Das ist beeindruckend. Und das motiviert Babyboomer sehr, ja, die auch in anderen Arbeitsverhältnissen groß geworden sind, die Schichtarbeit ganz anders kennen als das, wenn man jetzt versucht, okay, der kann nur bis 15 Uhr, die kann nur bis 16, die kann nicht vor um 8 anfangen. Das sind ja alles Themen, die hat in dieser Generation keine Rolle gespielt. Das motiviert aber eine andere Generation, zum Beispiel Generation X und Y. Eine X-er-Generation hat einen Wunsch nach hohem Gestaltungsspielraum. Ja, die erwarten, dass ich viel mich einbringen kann, viel gestalten kann. Das ist ganz witzig, wenn du Führungskräfte hast. Zum Beispiel, wenn die von Führungskräften Seminaren kommen und dann erklären die
warum sie etwas machen. Und Generation Y motiviert sehr Transparenz, Sinnhaftigkeit, Erklärung. Mhm. Und die fordern das auch ein. Ja, mhm. Wenn die Führungskraft nun wiederkommt und erklärt, warum wir was machen, dann haben sie häufig so, dass Generation Y und X das super finden, während mhm. die Babyboomer denken, oh, laber hier nicht rum, sag einfach, wie du es haben willst. Ja, also das ist auch, ja, entschuldige, ja, ja, dass ich das so sage, aber eine andere Führungsidee mhm. steckt da auch drin. Mhm. Und die Generation Y motiviert sehr auch dieses Recht auf Selbstbestimmung. Ja, die haben ja, musst du dir vorstellen, ganz andere Lebensläufe. Generation Y hat oft gebrochene Lebensläufe. Ja, die haben, das ist, sagt man, die bestausgebildetste Generation, weil die Eltern hatten, die sich eingebracht haben und die sehr gefördert haben, mhm. Nachhilfe etc. Ja, ja. Aber die haben auch immer die Idee, ach, jetzt mache ich ein, jetzt studiere ich, jetzt mache ich mal Ausbildung, jetzt mache ich mich selbstständig, dann studiere ich vielleicht was anderes. Ja, also ja. Die haben auch ja eine hohe Idee und ein gutes Selbstbewusstsein, muss man auch sagen. Ja. Mhm. Und die die motiviert das also auch, wenn sie sich frühzeitig einbringen können. Die motiviert mhm. das, wenn es viel Gestaltungsspielraum und Selbstbestimmung im Arbeitsmodell gibt, im Arbeitszeitmodell. Mhm. Und auch die Generation Z hat einen ganz hohen Wunsch auf Individualismus. Okay. Also dieses, ich sag dir mal, was ich dazu denke. Und ich sag mhm. dir mal, wie ich es machen würde. Mhm. Die haben natürlich auch Eltern, die gefragt haben, Spatz, wie würdest du es denn machen? Und die erwarten so ein bisschen... Ach, Spätzchen. Meint jetzt den Vogel oder die schwäbischen Spätzle? Und die erwarten das auch, ja, dass sie gefragt werden, beteiligt werden. Die freuen sich wie viele Generationen auch natürlich über Lob, wenn es mhm. angemessen ist. Und finanzielle Anreize sind spielen da natürlich eine Rolle, weil die werden jetzt in einer Zeit groß, wo es auch vielleicht Themen gibt, Fachkräfteknappheit, Klimaknappheit etc., dass die sich wieder ein bisschen mehr Sorgen machen. Im Sinne von, wie kann ich mir das alles leisten? Aber auch in ganz hohen Lifestyle-Anspruch hat diese Generation. Ja, die sind smart groß geworden. Naja, durch die ganzen sozialen Medien und total. Die ja, ja. Und auch das kennst du vielleicht, dieses Alexa macht das Licht an. Ich glaube, mhm. die heißt Alexa. Alexa macht das Radio aus oder gibt es ja noch andere Programme, mhm. sodass die auch davon ausgehen, es ist irgendwie leicht. Oder easy, smart. Und die sind manchmal irritiert, wenn es nicht einfach ist. Wenn man so richtig arbeiten muss. Ja, ist klar. Ja, Amazon sagt uns, du kannst alles per ja. Knopfdruck kriegen. Ja. Du kriegst bis vor ja. die Haustüre geliefert. Ja. Ich muss vielleicht noch vom Sessel aufstehen ja. und zur Haustüre gehen. Aber mehr genau. muss ich gar nicht mehr machen. Genau. Ja, ja. Und dann gibt es für alles eine einfache Lösung. Und manchmal sind die wirklich auch in Konflikten, die es auf Arbeit zwangsläufig gibt, irritiert. Weil es noch wenig Idee dazu gibt, jetzt habe ich nicht A, eine schnelle Lösung und B, muss ich jetzt ein Stück weit das aushalten, dass es sich nicht löst. Und mhm. meine häufigste Rückmeldung gerade von anderen Generationen ist, ja, wenn ich das kritisch anspreche, sind die doch eh alle krank. Ja. Ja, nichts sagen, weil sonst, ja, das stimmt. Ja, wenn man da was Kritisches sagt, am nächsten Tag Krankmeldung. Ja, ja, total. Und da ist es wichtig, dass man tatsächlich auch guckt, vielleicht kann man das auch mit ansprechen. Darf ich dir was sagen, ohne dass du dich krank meldest? Ja. Aber das ist eben eine spannende Zeit, weil man sich auch an dieser Unterschiedlichkeit erfreuen könnte, weil jede Generation bringt Erfahrung im Sinne von Wissen mit. Ja? Mhm. Also Wissensmanagement, wenn du an so Skills Labs denkst, soll man ja dann irgendwann Kenntnisprüfung Pflege im Skills Lab machen. Mhm. Das weiß ich, wenn ich das kommunizieren würde, dass die Hälfte von den Pflegedienstleitungen, die ich kenne, die eben den Babyboomern sind, die würden gleich sagen, das machen wir nicht, ist mir zu blöd. Weil tatsächlich da eine ganz andere Idee ist. Während eine Generation Z vielleicht sagt, ja, warum nicht? Hm. Kann ich von zu Hause machen, online. Ja, versuch uns doch mal, die Generationen Y und Z noch mal so ein bisschen mehr zu beschreiben. Mhm. Weil, so wie du es in der vorangegangenen Folge schon
schon gesagt hast, ich glaube, dieses Verständnis füreinander ist, glaube ich, entscheidend wichtig, dass wir uns wenigstens, auch wenn wir aus unterschiedlichen Generationen kommen, dass wir uns wenigstens verstanden fühlen oder merken, ja, oh, so wie der Y und Zettler ist, ich kann es wenigstens ein bisschen nachvollziehen. So. Ja, ja. Also tatsächlich, lass uns da bei mir beginnen. Ich bin eine Y-Lerin von der Generation und dann sage ich dir, wie ich meinen Sohn erzogen habe. Also tatsächlich ist es so, dass wir ja, wenn es zum Beispiel um das Thema Digitalisierung geht und die Y-Ler, die sind mit der Digitalisierung ein Stück weit aufgewachsen, aber nur im, also wir haben die Idee, es könnte hilfreich sein. Ja, ein klassisches Beispiel ist, wo ich es gerne verdeutlichen würde, wenn ich zum Beispiel mit meinem Sohn an der Haltestelle stehe, das ist ein Xer, ein Zettler. Dann wäre er ja älter wie du, wenn er ein Xer wäre. Das wäre strange. Geil. Du merkst, ich habe aufgepasst. Und da ist die Frage, wenn ich jetzt also mit dem an der Haltestelle stehe und dann wollen wir beide wissen, wann kommt die Bahn? Und wir suchen online. Ich mache mein Handy auf und gebe bei Safari ein oder im Internetportal www.verkehrsbetriebe.de und versuche mich durchzuscrollen. Da sagt er immer, Gott, da gibt's doch eine App. Gott, da gibt's doch eine App. Ja, also das ist ein ganz anderes Verständnis und ein ganz anderer Umgang damit. Nämlich, das ist easy, da brauchst du nur hier draufdrücken, da zeigt es dir alles an. Während mein Eindruck ist ja noch, oh, das muss man wissen, meine Generation kennt noch das 56K-Modem. Kennst du das noch? Ja, wenn man sich versucht hat. Und dann hat es gedauert. Mhm. Also Aufmerksamkeitsspannen haben sich verändert. Und dadurch hat sich ein bisschen auch Umsicht verändert. Mhm. Zum Beispiel muss man, die Generation Y hat sehr durchbrochene Lebensläufe, das habe ich schon erklärt. Also tatsächlich haben die eine hohe Ergebniserwartung, die haben ein gutes Selbstvertrauen und die haben gelernt, ich kann was, deswegen fangen die auch sehr viel Neues an. Die haben für die Arbeit oft eine hohe Wechselbereitschaft. Das sind im Moment begehrte Fachkräfte auch. Und die bleiben aber, wenn die Dinge lernen wie Sinnhaftigkeit, ja. Generation Y ist die Generation, die immer fragt, warum? Ja, also warum machen wir das, warum brauchen wir das, warum sollen wir das tun? Und für die ist es ganz wichtig, eine Transparenz zu haben. Weshalb passiert was? Das heißt nicht, dass die einverstanden sind. Aber ich verstehe, was ist überhaupt der Sinn, also Sinnhaftigkeit ist dafür diese Generation wichtig. Das geht aber natürlich nur über Feedback, indem ich mich einbringen kann. Das ist eine Generation, die hat kreative Lösungen, die erwarten aber auch, dass Lösungen eingebracht werden können. Zum Beispiel das Thema Sabbatical. Kann ich hier ein Jahr mal aussetzen? Das ist eine Frage, das bist du wieder in dieser Work-Life Blending, also wo es ineinander übergeht. Ja, ich möchte hier mal ein Jahr Pause machen, aber dann komme ich wieder zurück, Leute. Das ist ja eine Fragestellung, das wäre bei Boomern oder Xern also für völlig unklares Konzept gewesen. Ja. Und du schüttelst den Kopf. Ja, ja, ich kann auch mit der ganzen Elternzeit und so, kann ich nichts anfangen. Wir haben unsere Großen, die haben wir ohne Elternzeit großgezogen. Und jetzt war die Frage, ob ich bei der kleinen Elternzeit, vergiss es, ich bin Xer. Total. Total, aber das sind so Fragestellungen, ja. Mhm. Und zum Beispiel die Generation Z, während die Generation Y trotzdem eine sehr verbindliche Generation ist. Also wenn wir zum Beispiel, wenn du überlegst, wie verabreden wir uns, wann sagen wir die Verabredung ab, dann sind die Boomer immer gekommen, weil du musstest ja, konntest ja gar keinen erreichen, weil es gab ein Festnetz und wenn du die nicht hattest, okay. Die Xer haben tatsächlich das als eine Woche vorher noch einen Brief geschrieben. Genau. Ich kann nicht. Aber tatsächlich, das hat sich ja verändert, ja. Und die Xer haben dann nochmal vorher abgesagt, 2-3 Tage vorher, das wird knapp. Y-Ler haben vielleicht mal das Handy benutzt und dann, also eher abgesagt einen Tag vorher, aber zum Beispiel Generation Z, die sagt ganz kurzfristig ab. Mhm. Also die ist so ganz kurz, selbst wenn es um 15 Uhr eine Verabredung gibt, schreiben die dann 14.30 Uhr, wird nix. Mhm. Ja, also die sind sehr unverbindlich. Mhm. Und dadurch entsteht das auch so, dass es manchmal aussieht, als würden die sich nicht verantwortlich für Themen fühlen. Ja, dass man auch so sagt, der hat das eh alles wieder vergessen, was ich jetzt erzähle.
Aber das liegt daran, dass die manchmal nicht so verbindlich sind wie andere Generationen, weil sie davon ausgehen, es gibt ganz viel alternative Möglichkeiten. Und in der smarten Welt gibt es auch andauernd alternative Möglichkeiten. Es ist eine Generation, die auch zum Beispiel einen Pflegeberuf häufig als Zwischenstandsentscheidung anerkennt. Ja, und die schauen auch, dass man, wenn man eine andere Idee hat, auch dort guckt, geht das vielleicht umzusetzen für mich. Es ist eine Generation, das finde ich spannend, die Zettler, die mögen auch ihre Erfolge zu feiern. Mhm. Also das heißt, die bringen auch immer mal viel mit. Und das ist eine Generation, die auch sehr vernetzt denkt, auch sehr kreativ denkt und auch manchmal ein bisschen auf kreative Ideen kommt. Weil die nicht, was sie oft nicht haben, und da gibt es viele Reibungspunkte in meiner Arbeit, die ich beobachte, ist, die haben häufig keine Anerkennung vor Lebensleistung und vor der Position. Also das heißt, dass ich denke, jetzt hör doch mal auf zu diskutieren. Ich mache das doch hier schon so lange. Oder ich erinnere eine Praxisanleitung, die gesagt hat, im Rahmen der Hospitation wurde sie rausgeschickt von dem Schüler. Nämlich mit dem Hinweis, das stört, wenn sie dabei sind. Und du kannst dir vorstellen, das war schwer, genau. Und das musste man wirklich danach nochmal aufarbeiten. Warum ist das jetzt nicht angemessen? Das war ja keine böse Absicht, aber in der Welt war das so, nee, gehen Sie mal bitte raus jetzt, das stört mich. Wo man wieder ein Stück sagen muss, das kann sein, das darf auch sein, dass sich das stört. Und meine Rolle ist aber, dass ich hier bleibe. Ja, ja. unsere vorangegangene Folge nochmal zurückzukommen. Wenn jetzt die Xer oder Babyboomer Gespräche führen mit Y- und Z-lern, worauf dürfen die da besonders achten? Weil es kommt ja oft nicht nur auf den Inhalt an, ne, sondern auch auf, wie man was sagt. Also hast du uns da ein paar Tipps, wie man mit den Y- und Z-lern gut kommunizieren kann? Ja, und warum ich jetzt geschmunzelt habe, liegt daran, dass man natürlich in den Unternehmen, in denen ich versuche zu unterstützen, versucht auch die Mitarbeitergespräche per Bogen schon zu machen. Ja, dass man so sagt, guck mal, egal wie, welche Generation, bitte frag hier alle diese Punkte ab. Manchmal ist es auch so, dass man sagt, wir ergänzen jetzt, damit ansprechen, da ist nicht mehr um Punkt, also erreiche ich auf einer Skala von 1 bis 5, sondern Smiley ist traurig, bis hin zu Smiley ist ein bisschen traurig, dass das irgendwie ein bisschen sexier wirkt für jüngere Generationen. Also da bemüht man sich, das erlebe ich auch sehr, was gleich Standardisiertes zu machen. Aber wenn es darum geht, tatsächlich, es gab in meiner Wahrnehmung, wie lange sind diese Gespräche? Und die Führungskraft ist Babyboomer und redet mit einem anderen Babyboomer, sind die dann 10 Minuten durch. Ja, also tatsächlich ist es dann nicht. Genau, ich lege dir mal den Zettel vor und teilweise haben auch mit manchen Fragen Babyboomer eher so ein Problem, so wie fühlst du dich im Team, wo die denken, ja komm, was soll's jetzt, also mach einfach deinen Zettel. Hey, ich mache meinen Job gut. Genau. Ja, und die auch wirklich sagen, es geht doch um den Beruf, ja, es geht doch um die Pflege, geht doch jetzt nicht darum, wie ich mich hier fühle. Und während das Y-ler, Z-ler ganz gängig finden, dass das Gespräch beginnt mit, wie fühlst du dich hier? Ja, das ist wirklich Schnulli. Entschuldige, dass ich das so sage. Für Babyboomer ist das überhaupt Schnulli, Zeitverplempung. Immer nur statistisch gesehen, ja. Und wenn man also Mutti oder so ein Gespräch beginnen will, wäre es immer gut auch zu sagen, zum Beispiel, dass sie aus der vorherigen Folge sich eingeladen fühlen, zuzuhören, Interesse zu haben. Denn das ist was Y-ler und Z-ler erwarten. Interesse daran, wer ich bin. Ja, also nicht nur, weil, wie ist meine Arbeitskraft, sondern Interesse daran, was mich motiviert. Wir sind ja nie für die, dafür zuständig, Menschen zu motivieren. Das können wir nicht, aber wir müssen die Rahmenbedingungen sagen. Und Y-ler und Z-ler motiviert häufig, wenn es Rahmenbedingungen gibt, Gesundheit. indem man miteinander ins Gespräch kommt. Und indem man auch erklärt, was hat dieses Gespräch jetzt für einen Sinn?
wo siehst du dich? Und was sehr motivierend ist, ist bei den Y-Lern und Z-Lern tatsächlich eine Weiterbildungsansprache. Mhm. Früher hat man ganz oft gesagt, na, was willst du für eine Weiterbildung machen? Nix oder die und die, alles klar. Aber bei es geht ja da sehr viel Wertschätzung, ist da anders verstanden. Zum Beispiel Weiterbildungsansprache wird sehr erwartet bei Y-Lern und Z-Lern, dass ich also konkret sage, du kannst das und das sehr gut. Also den Individualismus, du kannst das und das sehr gut, das sehe ich bei dir. Aus meiner Sicht würde sich diese Weiterbildung für dich hervorragend eignen. Mhm. Das ist eine neue Ansprache, ja. Also ich übernehme da ein Stück weit Verantwortung und unterstütze und sage, das sehe ich bei dir, weil du diese Kompetenz hast. Und dann sind die Gespräche sehr häufig, dass die zumindest die Chance haben, wertschätzend wahrgenommen zu werden. Mhm. Wenn, ja, also du erlebst mich auch ein bisschen zögerlich, denn tatsächlich ist es so, dass auch eine Beteiligungserwartung, ich darf sagen, was ich hier denke, da eine Rolle spielt. Mhm. Wie ich das Team finde, ich darf auch was zum Team sagen. Das mögen Zettler, ja. Die sagen im Gespräch manchmal, wenn man sagt, wie fanden Sie das Gespräch, sagen die manchmal, und ich will Ihnen gerne auch ein Feedback geben. Und man vielleicht denkt, na also. Nee, ich will gar keins. Genau, also das ist sehr spannend. Beantwortet das so ein bisschen deine Frage oder war ich jetzt zu weit? Ja, nee, passt. Also okay. Es geht ja darum, so, dass die sich auch wahrgenommen oder verstanden fühlen. Naja. Genau. Und dass ich tatsächlich auch, wie ich zur Entscheidung komme, den Sinn stärker transportiere. Warum ist das jetzt so? Und das ist auch wichtig, weil es was mit Wissensmanagement, mit Lernen zu tun hat. Ja, die wollen mitgestalten, denen kann man das auch zumuten. Was beide Generationen Schwierigkeiten manchmal haben, ist eine klassische Verantwortungsübernahme. Im Sinne von 40 Stunden ist es schwierig, eine Führungskraft zu finden, Generation Y, weil Loyalität häufig in der Familie, die bereit ist, 40 Stunden ohne Absprache oder ohne Abstufungen zu arbeiten. Und wir haben ja auch dieses spannende Modell, gerade die Fragestellung, was kann man im mobilen Arbeiten machen in manchen Berufen? Wo muss man denn noch präsent sein? Zum Beispiel der Klasse, mir hatte letztens mal eine Pflegedienstleitung erzählt, dass sie gerne nach dem Dienst am Freitag noch in Meeting machen wollte mit dem Team. Und sie hat ein sehr unterschiedliches Team gehabt in den Generationen. Rat mal, welche Generation nicht da waren und das abgelehnt haben, Freitag 17 Uhr nach dem Dienst. Die Babyboomer. Die waren da. Nee, die X-ler. X-ler, weil die so trennen. Genau, die waren genau die trennen. Die haben das Gefühl gehabt, nein, das geht gar nicht. Und die Z-ler waren auch nicht. Also tatsächlich, das kann ein Beispiel sein, ja. Vielleicht wäre es woanders anders, aber es war tatsächlich so, dass die Zettler gesagt haben, sorry Leute, Freitag bin ich beim Fußball oder wo auch immer, aber da komme ich nicht. Und die Y-ler gesagt haben, was ist der Sinn? Weil sonst gehe ich mit meiner Familie weg. Mhm. Und also die stellen ja noch diese, weißt du, diese Vernetzung, kann ich da online teilnehmen, wenn es sinnhaft ist? Und wie du richtig sagst, sagen die Xer, sorry, bin im Feierabend. Also immer statistisch muss man sagen, wenn sich jemand zu, ich will hier niemanden zu nahe treten oder irgendwie, sondern wir reden über Schablonen. Ja, cool. Noch eine abschließende Frage an dich. Du hast immer mal jetzt das Wort Feedback erwähnt. Kannst du uns das nochmal genauer erklären? Was heißt es? Wie gibt man es am besten? Und was ist denn das Besondere oder der Wert von Feedback? Also Feedback kann man ja übersetzen einfach mit Rückmeldung. Und Rückmeldung geben hat natürlich einen hohen Sicherheitsaspekt. Gerade wenn wir so neue Kolleginnen und Kollegen haben, geben wir ja sehr schnell auch immer wieder Rückmeldungen. Das passt so nicht. Wir machen das hier so und da machen wir es eben nicht so. Das ist was sehr Wertschätzendes, weil ich ja dann Teil einer Gruppe bin. Zum Beispiel, da gab es auch einen spannenden Versuch. Man hat in den 70er Jahren so dieses Laissez-faire-Erziehung gehabt. Nämlich, lass die Kinder mal machen. Weißt du, so anti-autoritär. Man hat wenig in Richtungen gelenkt und wenig bewertet im Sinne von, das möchte ich, das ist falsch, das ist richtig. Und als die Kinder dann erwachsen waren, hat man gesagt, wie war es denn? Und die haben gesagt, mehrheitlich,
meinen Eltern war alles scheißegal. Das hat eine ganz hohe Dramatik. Aber was wir daraus lernen ist, wenn es keine Rückmeldung gibt, dann fühlt sich das sehr geringschätzend an, weil dann ist es ja egal, ob ich nun da bin oder nicht. Auch wenn ich jemanden um eine Information bitte und ich kriege die nicht mehr zurück, ja, gibt so einen beliebten Satz, ich nehme es mir mal mit. Und wenn ich so dieses, ja, ich nehme es mir mal mit, okay, aber wann kommt es denn wieder zurück? Also Feedback ist immer eine Form der Rückmeldung, wenn es richtig gemacht ist. Und richtig gemacht bedeutet, dann hat jemand eine Chance, was zu lernen, kann sich auch austarieren im Team und ich kann daraus Wachstumschancen entwickeln. Ja, was gelingt noch nicht? Und das ist wichtig, dass wir eine Idee haben, was gelingt mir gut? Und das braucht auch eine Rückmeldung. Ja, es ist dann aus meiner Sicht gut gemacht, wenn es mir gelingt, so wertneutral wie möglich den Anfang zu finden. Also wenn ich tatsächlich erstmal jemandem die Chance gebe, zu sagen, also zu verstehen, über welche Situation will ich reden. Also wenn ich beginne zum Beispiel und sage, ich habe festgestellt, ich habe beobachtet, ich habe wahrgenommen, das und das ist die Situation. Du darfst natürlich nie sagen, ich habe gehört, weil die Gegenfrage, den habe ich gelernt. Genau, ist von wem. Und wenn es mir dann gelingt, auch zu sagen, wozu das führt, also eine Sachlichkeit zu haben, das führt dazu, dass irgendwas ist. Weil wenn ich auch merke, das führt zu gar nichts, dann ist die Frage, ist das jetzt echt ein Feedback oder kann ich jemanden nicht leiden? Müssen wir uns ja auch fragen. Aber also wirklich zu sagen, dass die Situation, das ist die Auswirkung auf Arbeit für deine Tätigkeit. Und daraus leite ich einen Schritt ab. Ich bitte dich, mach das so und so. Ja, manchmal, je nachdem, kann man auch sagen, ich erwarte von dir. Aber dann muss man das wirklich auch erwarten dürfen. Oder bitte mach das so und so. Also pünktlich zu sein. Genau, zum Beispiel bei dem Thema pünktlich sein. Und dann ist wichtig, dass ich also nicht sage, was will ich nicht mehr, sondern was soll stattdessen entstehen. Ja. Okay, cool. Und tatsächlich für die Generationen Y und Z hat das was auch von Aufrichtigkeit. Ja, also wenn ich jemanden auch mir die Mühe mache, eine Rückmeldung zu geben, dann hat das auch was mit dem Wunsch, der erfüllt wird, ich gehöre zu einem Team dazu. Und das ist für die Zettler wichtig. Ja, ich möchte dazugehören. Zugehörigkeit. Netzwerk, oder? Ja, nee, aber auch so Zugehörigkeit. Das ist oft eine Generation, weiß nicht, wer Kinder hat, die ganz selbstverständlich setzen, die sich manchmal mit dazu, wenn die Erwachsenen Freunde da haben. Und dann reden die damit. Wo man so denkt, okay, gar nicht dein Thema. Hier sind die Erwachsenen. Und die langweilen sich da auch nicht. Aber die haben... Unsere Jungs sind immer froh, wenn wir Freunde eingeladen haben, weil dann können die sich nämlich in den Keller verziehen. Dann müssen sie nicht bei den Eltern sitzen. Super, aber das ist auch cool, ja, weil das ist tatsächlich auch der Fall, klar. Aber manchmal dieser Wunsch, dazuzugehören, das ist wichtig für eine Generation. Und ich kann aber nicht dazugehören, wenn mich keiner sieht. Und dieser Aufbau von Arbeitsbeziehungen, der geht über ein Feedback, wenn es gut gemacht ist, ja. Und wie ich das letzte Mal gesagt habe, wichtig ist auch, dass es geht ja um den Aufbau meiner Arbeitsbeziehung. Deswegen ist wichtig, dass ich auch in der Ich-Botschaft spreche. Nicht im Sinne von, wir alle finden ja, das wäre Größenwahn. Also man muss sagen, worüber will ich reden und es ist meine Wahrnehmung. Okay. Wow. Theresa, vielen, vielen Dank dir. Und ich glaube, das, was du gut gemacht hast, du hast so zwischenrein immer wieder so kleine Tipps einfließen lassen, wie man es ganz, ganz praktisch machen kann in Gesprächen. Und das finde ich, wow, das ist dir richtig gut gelungen. Deswegen, ich danke dir ganz herzlich, dass du bei Born to Pflege dabei warst. Ganz, ganz lieben Dank. Ich habe mich sehr gefreut, hat Riesenspaß gemacht. Danke an dich. Ja, mir auch mit dir. Cool. Dann, hey, wir von Born to Pflege wünschen dir alles Gute für deine vielen Workshops mit Führungskräften und auch Pflegeteams. Und ja, dass du da noch ganz arg viele für das wichtige Thema Kommunikation und Generationen sensibilisieren kannst. Genau, alles Gute vielen für Dank. Dich. Ich danke dir. Tschüss. Ciao. Liebe Generation Babyboomer und liebe Generation Xler. Unsere Nachwuchskräfte, die jetzt in der Ausbildung sind, die Schüler,
die wollen Feedback. Die brauchen Feedback. Und zwar zu dem, was sie vielleicht nicht so gut gemacht haben oder noch besser machen können und zu dem, was sie unheimlich gut gemacht haben. Die wachsen in einer Welt auf, wo die Werte nicht mehr so klar sind, wo es tausend verschiedene Möglichkeiten gibt, sich zu verhalten und was man tun kann. Und indem du ihnen ein gutes Feedback gibst, mit einer guten Haltung von dir, gibst du ihnen Sicherheit, dass sie auf dem richtigen Weg sind, beziehungsweise dass sie auf dem richtigen Weg kommen. Deswegen spar nicht mit Rückmeldungen, sondern gebt Rückmeldungen so viel, wie es geht. Und zwar in einer guten Art und Weise, nicht bewertend und immer aus deiner Perspektive. Genau, weil am Ende wollen wir ja, dass unsere Schüler bleiben in der Pflege und nicht die Pflegeausbildung abbrechen. In diesem Sinn, ich wünsche dir weiterhin eine gute Woche und wir sehen uns und hören uns nächsten Mittwoch. Mach's gut, ciao!